Ja, mein Name ist Birke Siebenbürger. Ich arbeite seit 2012 für Refugio. Mittlerweile leite ich hier den Kinder- und Jugendbereich und mache aber auch Asylsozialberatung für Familien, aber auch für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Also die sind hergekommen zum Erstgespräch und es ging da um die Tochter. Und die haben wir dann aufgenommen und da haben wir im Erstgespräch schon gemerkt, dass es der Mutter auch gar nicht gut geht. Die Eltern, die standen kurz vor der Anhörung und wenn die zu so einem frühen Zeitpunkt bei uns aufschlagen, die haben damals noch im Ankerzentrum gelebt, dann erklären wir auch, worum es in dieser Anhörung geht. Also was da für Fragen gestellt werden, welche Informationen es auch wichtig ist zu sagen. Genau, das haben wir vorbereitet. Und dann haben wir für die Mutter haben wir auch einen Befundbericht erstellt und wir haben einen Anwalt gesucht, weil die Familie hatte noch keinen Anwalt. Und da haben wir dann geguckt, wer da Kapazitäten hat, wer die unterstützen könnte. Die Mutter ist schwanger und da hat sich herausgestellt, dass sie bei einer deutschen Frauenärztin jetzt war nach dem Umzug einmal, aber es da massive Kommunikationsschwierigkeiten gab und ich habe dann recherchiert. Es gibt tatsächlich persisch sprechende Frauenärzte hier in München und wir haben geschafft, sie dort anzudocken, dass sie dann Muttersprache bei einer Frauenärztin ist. Und sie war auch noch nicht beim Krankenhaus angemeldet, das haben wir jetzt auch gemacht. Die Anmeldung funktioniert jetzt nur über Telefon wegen Corona, aber da hat jetzt Refugio auch den Dolmetscher gestellt, damit das einfach gut läuft und die da gut im Krankenhaus angebunden ist. Also wir Sozialarbeiter, wir sind auch zuständig für den ganzen Anmeldeprozess. Also wird mit den Therapeuten überlegt, wer überhaupt hier auf die Warteliste kommt und dann zum Erstgespräch eingeladen wird. Aber das Organisatorische machen die Sozialpädagogen und wir sind auch bei dem Erstgespräch dabei. Also da sitzt der Therapeut, der Sozialpädagoge und Dolmetscher. Und dann nach dem Erstgespräch besprechen wir, was ist das Anliegen, ist die Person tatsächlich therapiebedürftig, was ist da sozialarbeiterisch zu tun.